Das sieht so schlimm aus. Echt ziemlich genervt, weil ich möchte gerade ein bisschen weinen, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir das neue Catrice Sortiment 2020 zusammen und ich bin so gespannt, wie das Endergebnis aussehen wird. Und zwar war Cosmetic Forless so lieb und hat mir ein komplettes Paket geschickt mit Produkten aus dem neuen Sortiment. Schaut mal bitte, wie süß das eingepackt ist. Hier steht drauf Beautiful Surprise und auch in dieser mega süßen Tüte. Also als erstes einmal ein riesengroßes Dankeschön an Cosmetic Forless, die dieses Video möglich gemacht haben. Und falls ihr jetzt wissen wollt, was das alles für Produkte sind, wie die performen und was davon eine Empfehlung ist und was vielleicht eher nicht so, dann bleibt auf jeden Fall jetzt dran. Mein Tisch vor mir ist jetzt voll mit einem kompletten Full Face Make-up neuer Catrice Produkte. Und ich würde sagen, ich starte als erstes einmal mit dem allerersten Face Produkt und ich habe mich da für dieses hier entschieden. Das ist das Catrice Glow Booster Serum mit 10% Vitaminkomplex. Ich weiß nicht, ob man das schütteln muss, aber ich mache es jetzt einfach mal. Und ich liebe das ja, wenn Produkte in so einer Glasflasche kommen und mit so einer Pipette. Ich weiß, viele mögen das nicht so gerne, aber ich persönlich liebe das. Das ist so ein milchiges, sehr, sehr flüssiges Produkt. Ich möchte auf jeden Fall mit meinen Augen starten, aber schon mal so ein bisschen Pflege sozusagen in mein Gesicht ja, einarbeiten, einwirken lassen. Und ich gebe mir jetzt einfach mal so ein paar Tröpfchen auf mein Gesicht. Es ist sehr, sehr flüssig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Gesicht gleich sehr gerötet aussieht. Das liegt aber nicht am Produkt, sondern an meinem Gesicht. Ich reagiere sehr empfindlich auf Berührung. Riecht nach Gesichtspflege einfach nur, also kein besonders aufdringlicher Eigengeruch oder sonst irgendwas. Klebt nicht, riecht nicht, fühlt sich angenehm an. Einfach so, als hätte man die Haut sozusagen gut gepflegt. Zur Unterstützung einer glatten, natürlich strahlenden Haut. Ja, also strahlende Haut kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich finde, mein Gesicht sieht jetzt einfach, also meine Haut sieht einfach gesund aus sozusagen. Als ich euch das Sortiment vorgestellt habe, war ich mir nicht sicher, inwieweit solche Tapes wirklich nützlich sind und einen großen Unterschied jetzt machen zu regulärem Washi-Tape oder sowas, was man sich jetzt kaufen kann. Deswegen wollte ich das gerne einmal mit euch testen. In dieser Packung sind jetzt insgesamt 24 von diesen einzelnen Streifen drin. Und ich bin immer kein Experte, diese Streifen aufzugeben. So. Ich finde das nämlich, ehrlich gesagt, aufgrund meiner Schlupflider und dass ich halt in diesem Bereich hier solche Fältchen habe, ein bisschen schwierig, das immer so richtig anzubringen, weil man ja eigentlich seinen unteren Wimpernkranz bis zu seiner Ende von der Augenbraue verlängern soll. So, Nummer 1 klebt, fühlt sich auch auf jeden Fall angenehm an. Und wenn man dann so richtig bescheuert aussieht, dann kann es weitergehen. Und ich habe mich für diese Lidschattenpalette entschieden. Das ist die Pro-Lidschattenpalette Next Gen Nudes. Und ich habe mich hier für die Variante 010 Courage is Beauty entschieden. Das hier sind die Farben. Alles sehr nudig, ins Rosé-Stichige auch gehende. Die zweite Variante war nicht so rosa wie diese, sondern eher so mehr goldig. Und ich dachte mir, heute sind wir mal so ein bisschen extra. Also ich werde versuchen, so viele Farben wie möglich aus der Palette für euch zu benutzen. Vorher werde ich aber noch mal kurz ein bisschen Concealer auf meine Lider geben. Das ist bei mir einfach notwendig, weil ich so viele lilane Verfärbungen und Äderchen am Auge habe und das so ein bisschen abgedeckt sein muss, damit man überhaupt Lidschatten gut bei mir erkennen kann. Dann gehe ich in den Ton hier unten rein. Das ist die Farbe Basic. Und den trage ich jetzt erstmal einfach nur über meinen Lid auf, um die Base so ein bisschen zu setten, damit mir der Concealer nicht mehr verrutscht. Dann benutze ich diese Farbe hier. Das ist die Farbe Beauty. Und die setze ich jetzt erstmal so als allererste Übergangsfarbe in meine Lidfalte. Also ich finde die Farbe Beauty richtig schön. Das ist so eine richtig, richtig schöne Übergangsfarbe. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ihr so ein bisschen dunkler seid als ich, dass man die dann auf eurem Auge vielleicht sogar gar nicht sehen kann. Ich verdunkle das Ganze jetzt mit dieser Farbe hier, die Farbe Love.
Und das Ganze blende ich nochmal mit einem sauberen Blendepinsel nach oben aus für ganz, ganz weiche Übergänge. Weiter geht's mit dieser Farbe hier. Das ist die Farbe Classy und die setze ich dann jetzt erstmal noch außen und wirklich intensiv in die Lidfalte. Und wieder ausblenden. Ihr seht schon, es funktioniert so mega gut mit den Tapes bis jetzt. Dann ziehe ich mir jetzt wieder eine Cut Crease, benutze wieder den Concealer dafür. Ihr könnt aber einfach jeden Concealer benutzen. Ich hatte mir nur den extra für Cut Creases gekauft. Den Concealer könnt ihr übrigens auch bei Cosmetic for Less bekommen. Ich habe den neulich da bestellt. Das ist der Conceal and Hydrate Concealer von Revolution. Cut Crease ist drauf und ich benutze jetzt diesen silbernen Ton hier und setze den vorne hin. Der ist richtig schön. Das ist einer von diesen metallischen Lidschatten aus der Palette. Die sehen dann halt immer aus wie flüssiges Metall. Am besten funktionieren die mit dem Finger. Aber ihr seht, auch mit dem Pinsel funktioniert das gut. Ich mache das jetzt nochmal mit dem Finger drüber. Und ihr seht, ist genauso schön wie mit dem Pinsel. Dann möchte ich diesen Ton hier benutzen. Das ist so ein lila Silber. Und setze das mal hier hinter. Und ich blende das dann so ineinander. Dann gehe ich in eine von diesen flaky Farben. Das ist die Farbe Masterpiece. Und setze die nochmal hier drüber. Mit dem Finger. Und deckt damit so ein bisschen das Silber wieder ab, damit da aber so ein eigener Farbton quasi draus entsteht. Und dann gehe ich in die Farbe Vision und setze das hier vorne nochmal in den Innenwinkel. Und abschließend benutze ich diese Farbe hier, das ist die Farbe Brave, um meinen Außenwinkel abzudunkeln. Das hier soll ja so ein richtig dramatischer Look werden. Ich habe nämlich auch noch falsche Wimpern. Bin so gespannt, wie das gleich wird, wenn ich dieses Ding hier abziehe. Okay, so sieht die Palette jetzt nach dem ersten Benutzen aus. Also, dass ihr das euch so ein bisschen vorstellen könnt, wie der Abtrag ist. Und jetzt kommt das hier endlich mal ab. Das ist doch mal eine schöne scharfe Kante. Ich habe alles voll mit Fallout. Ich gebe jetzt noch mal was von dem Primer hier hin. Wie rot meine Ohren einfach sind. Leute, mein Gesicht und meine Ohren, oh Gott. Machen wir erstmal weiter mit dem Gesicht. Da habe ich diese Foundation jetzt hier. Das ist die Poreless Perfection Mousse Foundation in der Farbe 005 Warm Ivory. Das ist etwas, dem ich sehr, sehr skeptisch gegenüberstehe, denn die ist super fest. Ich hole das jetzt mal mit euch raus. Also seht ihr, das ist so ein richtiges Würstchen. Sie scheint vom Ton, glaube ich, ganz gut zu passen. Weil sie aber so fest ist, werde ich jetzt erstmal anfangen, sie so ein bisschen auf meinem Handrücken aufzuwärmen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel man davon braucht. Sie ist halt sehr fest. Aber farblich, seht ihr, könnte das, glaube ich, echt ganz gut passen. Und dann gebe ich das erstmal mit meinen Händen übers Gesicht. Es fühlt sich jetzt erstmal an, als würde ich so einen porenfüllenden Primer auftragen quasi. Und jetzt blende ich das erstmal mit einem Pinsel ein. Und dann gehe ich mal mit dem Beauty Blender drüber. Ich bin gerade echt ein bisschen unglücklich, muss ich sagen. Es sieht echt schlimm aus. Und irgendwie dachte ich, dass es eigentlich schon die beste Möglichkeit ist, das wirklich erstmal aufzuwärmen, dann mit einem Pinsel aufzutragen und dann mit dem Schwamm einzuarbeiten. Okay, ich weiß nicht, wie gut das in der Kamera rüberkommt, aber ich werde euch auf jeden Fall am Ende alles nochmal nahe zeigen. Was so rot. Aber es kommen überall noch Rötungen in meinem Gesicht durch.
Es ist super, super, super fleckig. Es ist super trocken in meinem Gesicht. Hier steht verschmilzt mit der Haut und zaubert ein natürlich mattes, weich gezeichnetes Ergebnis für normale und ölige Haut. Okay, gut. Kommen wir nun zurück. Vielleicht ist das auch einfach mein Problem. Nur mit dem Schwamm rein, weil nur mit Pinsel und nur mit Händen war nicht gut. Oh mein Gott. Ich weiß gerade nicht, wie ich das retten soll, dass es nur ansatzweise okay ist. Die Farbe gefällt mir gut, aber... Oh Mann. Ich muss sagen, ich bin gerade echt ziemlich genervt, weil... Mein Gesicht ist eine absolute Katastrophe. Ich hole jetzt schon zum 4. oder 5. Mal was hier raus. Ach du meine Güte. Tupfen wir das mal ein, statt mal zu wischen mit den Händen. Ach du meine Güte. Ich möchte gerade ein bisschen weinen, ne? Boah, Leute, wenn eine Foundation halt... Wie soll ich das jetzt sagen? Das sieht so schlimm aus. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Also ich würde nicht mal behaupten, dass es für normale Haut ist, weil ich habe nicht überall trockene Haut in meinem Gesicht. Wenn ihr wirklich, also so richtig, richtig ölige Haut habt, dann kann ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Aber gleichzeitig dürft ihr quasi keine Pickel oder sonst irgendwas haben, weil es wird sich richtig hässlich auf eurer Haut absetzen. Wir versuchen das Ganze jetzt mal mit dem Concealer zu retten. Und da habe ich jetzt diesen hier. Das ist der neue Instant Away Concealer. Hier steht Cover Hydrate Anti Wrinkle drauf. Und da ist so ein kleines Schwämmchen und das ist wieder mit so einem Klickmechanismus. Ich habe übrigens die Farbe 002 und den... Gebe ich mir jetzt mal hier auf. Versuche so ein bisschen. Der ist natürlich jetzt für überall im Gesicht zu hell. Aber ich würde halt gerne irgendwie diesen grauenhaften Look der Foundation irgendwie beseitigen. Hier muss ich sagen, das Schwämmchen fühlt sich so unnormal weich an. Richtig, richtig schön angenehm. Aber damit einarbeiten, würde ich sagen, geht nicht gut. Ich weiß jetzt nicht mal, ob ich die nachfolgenden Produkte überhaupt irgendwie bewerten kann fürs Gesicht, weil die Base halt so eine Katastrophe ist und irgendwie nimmt das Video hier gerade eine Wendung an, die mir nicht gut gefällt. Ich bin richtig froh, dass ich mit dem Augen-Make-up angefangen habe, weil ich glaube, hätte ich mit der Foundation angefangen, hätte ich direkt abgebrochen. Also da, wo ich die Klebestreifen hatte, hat sich die Foundation halt vorher so reingesetzt und der Concealer setzt sich jetzt halt da drüber. Ich glaube aber nicht, dass das an den Klebestreifen selbst gelegen hat, denn die haben sich richtig einfach entfernen lassen und ich konnte dann auch so super über meine Haut gehen. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt erkennen. Seht ihr das? Seht ihr, wie einfach hier so ein roter Fleck ist, wie das einfach fleckig ist. Ich frage mich halt gerade wirklich, ob ich dieses Video hochladen soll oder ob ich das jetzt hier nicht einfach wegschmeiße. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich das hochlade, dann sagt irgendwie jeder zu mir, du kannst dich nicht schminken, ich hatte sowas schon mal. Dass wenn man dann zu ehrlich ist und Leute das halt einfach nicht ertragen können, dass manche Dinge bei einem einfach nicht funktionieren. Und das ist ja auch nichts gegen Catrice selber. Ich liebe Catrice oder Cosnova generell. Ich liebe die Essence-Produkte besonders. Essence ist eine meiner Lieblingsmarken. Okay, ich habe jetzt so oft an meinem Auge rumgerieben, dass es einfach nur noch alles total strapaziert ist. Ich lasse es jetzt einfach so. Mein Gesicht ist eine Katastrophe, aber ich lasse es jetzt einfach so. Einmal tief durchatmen. Ich benutze jetzt Puder, damit wir dieses ganze Wundervolle hier natürlich auch noch fixieren, damit es weiterhin so wunderschön aussieht. Und ich habe jetzt hier das 5-in-1 Setting Powder. Das soll mattieren, waterproof sein, sweatproof fixing und SPF 10. So, das ist ein Translucent Puder, kommt mit Spiegel. Und dann fixieren wir doch mal das wunderschöne Make-up.
gehe jetzt auch einfach mal überall drüber, das mache ich sonst nie. Und meine Augen. Okay. Mein Auge tränt schon, weil es so katastrophal ist. Ich habe Falten unter meinen Augen, Leute, die sind Horror. Zum Translucent Puder kann ich sagen, es fühlt sich auf jeden Fall schön auf der Haut an. Es sieht schlimm aus, weil es sich einfach mit dem Rest darunter verbindet. Es fühlt sich angenehm an, also es fixiert auf jeden Fall, denke ich, sehr gut. Um mein Gesicht wieder ein bisschen mehr Leben zu geben, nutze ich jetzt von Catrice hier aus einer alten Limited Edition einen Bronzer, weil es jetzt im neuen Sortiment keinen gibt, und dann einfach ein bisschen mehr Kontur und Farbe wieder in mein Gesicht zu bringen. Dann habe ich eine von diesen Blushboxen jetzt hier. Das ist eine, die ebenfalls Water- und Sweatproof sein soll. Und ich habe die Farbe 025 Nude Peach. Und die werde ich mir jetzt einfach mal aufgeben. Vielleicht lenkt ja so ein bisschen Farbe auf meinen Wangen von den restlichen Katastrophen in meinem Gesicht ab. Es ist ein mattes Blush. Ich mag ja lieber solche schimmernden Blushes. Aber die Farbe gefällt mir sehr gut. Also ich finde, die passt auch zu allem, kann man zu allem richtig schön kombinieren. Den Concealer finde ich übrigens auch sehr, sehr schön, weil er so eine super leichte Textur hat, sich schön ausblenden lässt, wenn man nicht gerade eine Katastrophe unten drunter hat. Aber an den Stellen, wo er wirklich alleine saß, relativ alleine, hat er sich wirklich schön ausblenden lassen, ein bisschen aufgehellt, ein bisschen meine Augenschatten abgedeckt. Gefällt mir gut. Sorgen wir als nächstes mal dafür, dass ich wenigstens ein paar Augenbrauen bekomme. Und da habe ich jetzt dieses neue Produkt hier. Das ist das 3D Brows Two-Tone Pomade in Waterproof. Ich habe die Farbe 010 Light to Medium. Und das ist so ein Töpfchen, da habt ihr zwei Farben von einer Pomade. Also die eine ist halt so ein bisschen dunkler und kühler, die andere ein bisschen heller und wärmer. Und damit werde ich jetzt mal meine Augenbrauen machen. Wünsche mir Glück, denn ich benutze nicht so häufig Pomade. Ich werde tatsächlich in die dunklere gehen, die auch aschig aussieht. Diesen kleinen Pinsel werde ich dafür benutzen. Das ist ein alter Eyeliner-Pinsel von Essence. Was mir jetzt schon mal sehr gut gefällt, ist, dass sie nicht zu weich ist. Kennt ihr das, wenn ihr in Pomaden so mit einem Pinsel reingeht und dann quasi so bis unten durchdrücken könnt? Das ist auf jeden Fall hier nicht so. Ich finde, die gibt auf jeden Fall sehr schön Farbe ab. Nicht zu viel, aber auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie tausendmal reingehen muss, um überhaupt ein Ergebnis zu erzielen. Dann benutze ich immer so einen kleinen Spoolie, um das nochmal durchzukämmen, damit es nicht so intensiv ist. Und dann gehe ich nochmal mit dem Beauty Blender so ein bisschen über den Anfang, um das so ein bisschen auszublenden. Sind jetzt keine perfekten Insta-Brows, aber trotzdem schon auf jeden Fall betonter. Ein sehr, sehr schönes Produkt, wie ich finde, werde ich gerne weiter benutzen. Kommen wir jetzt zu Eyeliner. Und mir ist eingefallen, ich wollte ihn eigentlich noch mit den Tapes draufziehen. Ja, das habe ich jetzt vergessen. Ich habe jetzt hier den Brush Ink Eyeliner. Der soll waterproof sein und der hat 270 kleine Pinselhärchen. Kommt in so einer Stiftform und sieht halt aus wie einer von diesen typischen Filztip-Linern. Aber wie gesagt, das sind richtige Pinselhaare. Und ja, also bei der Katastrophe heute kann doch jetzt ein Eyeliner eigentlich nur schief gehen. Ich probiere es trotzdem mal. Mit dem kann man auf jeden Fall super schwarz malen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Man kann ihn auch schütteln und dann dadurch so ein bisschen das Produkt ja wieder aktivieren. Ich habe das bei Filz-Eyelinern besonders, wenn ich über viel Lidschatten gemalt habe, dass dann das Produkt nicht mehr so gut malt. Leute, ich will nur noch weinen. Jetzt ist mein Akku gleich leer. Auf das nächste Produkt war ich richtig gespannt. Ich habe nämlich noch nichts aus der Clean ID-Reihe von Catrice ausprobiert. Das ist ja diese Reihe mit natürlichen Inhaltsstoffen. Und ich habe jetzt hier diese Mascara. Das ist die Clean ID William & Lengthening Mascara mit 92% natürlichen Inhaltsstoffen. Und die ist auch
vegan. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Ich werde als erstes einmal meine Wimpern biegen. Das Bürstchen sieht so aus. Ist leider ein Bürstchen, mit dem ich normalerweise nichts anfangen kann. Also es ist ein Faserbürstchen. Und bei mir persönlich funktionieren einfach Silikonbürstchen am besten mit meinen Wimpern. Aber das ist ja immer super persönlich. Generell natürlich mit Produkten. Aber ich finde gerade Mascara und Foundation sind so am wenigsten einfach von jemand anderem übernommen werden können. Wisst ihr, was ich meine? Okay, also die Mascara gefällt mir gut. Das ist definitiv nicht die beste Mascara, die ich je ausprobiert habe, aber ich habe schon viel schlechtere ausprobiert. Und das ist auf jeden Fall was, was ich gerne im Alltag weiter benutzen möchte. Dann gehe ich jetzt nochmal in die Palette rein, in den Love Ton und ein bisschen in diesen Braunton und gebe mir das an unteren Wimpernkranz. Als nächstes habe ich noch ein Produkt aus der Clean ID Reihe und zwar den Eye Pencil. Und was ich bei dem richtig cool finde, ist, dass der in so einer Holzoptik kommt. Könnte auch nur Holz sein. Ich glaube, es ist auch Holz. Bambus. Und es ist einfach ein schwarzer Kajal und den gebe ich mir jetzt mal auf. Ich glaube, das habe ich auch schon richtig lange nicht mehr gemacht. Das kann man natürlich auch richtig gut für Tightlining nutzen, also für oben. Und das werde ich jetzt auch nochmal kurz machen. Finde ich auch im Alltag richtig schön, weil die Wimpern oben dadurch einfach viel dichter aussehen. Ich werde aber gleich noch falsche Wimpern auftragen und deswegen finde ich, sieht das nochmal ein bisschen schöner aus. Doch als erstes tragen wir jetzt Lippenstift zusammen auf und da habe ich jetzt diesen hier. Das ist einer von den Full Satin Lipsticks, die Farbe 020, Full of Dreams. Das ist auch so ein New Tone. Ich habe so das Blush und den Lippenstift und die Palette ein bisschen zusammen ausgesucht. Ich liebe einfach die Catrice Lippenstifte, egal welche die rausbringen. Die fühlen sich immer unglaublich cremig, feuchtigkeitsspendend. Und richtig, richtig toll auf den Lippen an. Auch bei dem ist es jetzt so, ich kann euch die auf jeden Fall empfehlen. Als letztes habe ich dann Wimpern und zwar diese hier. Die sind natürlich sehr wavavoom. Für manche wahrscheinlich noch natürlich. Für mich ist es extrem viel, gerade weil mein Gesicht klein ist und meine Augen klein sind. Das ist aus der neuen Tenderlash Limited Edition. Einer von den 3D False Lashes und zwar die Nummer 02 Sassy. Okay, hier sind die Wimpern, die sind wunderschön und es ist sogar ein kleiner Wimpernkleber dabei. Das ist wahrscheinlich auch also von Catrice sowieso. Wimpern sind eigentlich immer zu groß für mein Auge. Ich lege die dann immer so an und schneide dann einfach außen so ein Stückchen weg. So, Wimpern sind drauf und das ist jetzt der fertige Look und ich finde, von weitem, also in der Kamera, finde ich, sieht es gerade echt ganz gut aus. Ich muss sagen, die Palette, ich liebe den Look. Ich liebe die Wimpern. Die sind so fluffig und fühlen sich auch ganz leicht an. Haben sich auch super einfach auftragen lassen. Trotz, dass sie ein schwarzes, relativ dickes Bändchen haben, sind sie sehr leicht. Ich liebe den Lippenstift. Ich liebe das Blush. Kajal ist ungewohnt für mich, gefällt mir aber auch gut, trotz dass ich jetzt die ganze Zeit so weinerig bin, weil meine Augen super tränen gerade, hält er sogar gut. Die Mascara ist okay und die Pomaden-Augenbrauen gefallen mir auch sehr gut. Meine Haut ist eine einzige Katastrophe. Es sieht so schlimm aus, es sieht so schlimm aus. Ich würde so definitiv auch nicht rausgehen. Ich fühle mich extrem unwohl gerade. Das ist einfach ein Produkt, das ist definitiv nur für richtig ölige Haut gedacht. Und selbst da bin ich mir nicht sicher, ob sich das gleichmäßig auftragen lässt. Falls du ölige Haut hast und dieses Produkt ausgetestet hast, schreib uns unbedingt in die Kommentare, wie es für dich funktioniert hat. Ich weiß nicht. Ich hatte viele Nervenzusammenbrüche in diesem Video definitiv. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat, dass ihr daraus irgendetwas ziehen konntet, dass ihr Spaß hattet. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.